Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eine ältere Nähmaschine, in diesem Fall eine Pfaff Quilt Expression 2044, mit modernem LED-Licht ausstatten könnt. Wie das geht, das gleich nach dem Intro. Um das LED-Nählicht zu installieren, muss zuerst der Kopfdeckel entfernt werden. Dazu den Griff der Maschine anheben und dann seht ihr hier oben, da ist eine Torx-Schraube, diese könnt ihr mit dem Schraubendreher lösen, etwas rausschrauben und dann könnt ihr den Kopfdeckel nach rechts zur Seite abnehmen. Die Schraube braucht ihr übrigens nicht ganz rausschrauben. Wenn ihr den Deckel jetzt abnehmt, dann achtet bitte darauf, dass ihr das Kabel nicht rausreißt, also den Kopf nicht zu weit rausziehen, weil das Kabel, das ist hier festgemacht, auch im Kopf drin, bitte nicht abreißen. So. Ich drehe es euch mal ein bisschen hier in eine andere Position, dass man das besser sehen kann. So, wie ihr seht, hier haben wir unsere Glühlampe. Die ist schon ein bisschen älter, deswegen hat die auch so einen braunen Rand. Diese könnt ihr wechseln, indem ihr die einfach reindrückt und dann eine kleine Umdrehung macht. Und dann könnt ihr die entnehmen und die LED wird genauso wieder eingesetzt. Das heißt, ihr setzt die LED ein, dreht die ein bisschen rum, dass die Zapfen einrasten können, drückt sie hinein und dann dreht ihr die wieder fest, so dass sie richtig drin ist. Könnt ihr nochmal kontrollieren, die ist fest und dann kann der Kopfdeckel wieder eingesetzt werden. Darauf achten, dass das Kabel, wie jetzt hier bei mir, dass das nicht rausspringt. Falls das der Fall sein sollte, dann einfach wieder hier in diese Halterung hineinstecken und dann können wir den Deckel wieder anbringen. Achtet bitte darauf, dass ihr das Kabel, was ihr hier hinten seht, ich zeige euch das gerade mal, dass ihr das hier hinten oben am Gehäuse nicht einklemmt, also ein bisschen wegdrücken und dann den Deckel wieder ansetzen. So, das haben wir gemacht und dann könnt ihr über die Schraube hier oben mit eurem Torx-Schraubendreher das Ganze wieder festschrauben, den Deckel einfach ein bisschen festhalten und dann die Schraube anziehen und bitte nur handfest, das reicht nicht, dass ihr da irgendwas kaputt macht. Wenn ihr jetzt eine neuere Pfaff habt, wie zum Beispiel die 2048, dann sieht das unter dem Kopfdeckel etwas anders aus. Ich nehme den gerade mal ab. Ihr zieht den quasi genauso runter, aber ihr seht, das Kabel hängt mit der Fassung nicht am Kopfdeckel dran, sondern die Fassung ist in der Maschine. Zum Wechseln der Glühlampe könnt ihr die Halterung ganz einfach abziehen und dann könnt ihr die Glühlampe rausdrehen. Dazu einfach so eine kleine Viertelumdrehung, dann kommt sie heraus und wenn ihr dann die LED einsteckt, dann darauf achten, dass die Kontakte hier in diese Bahn gehen, dann die LED hinein, Viertelumdrehung zurück und ihr seht, die ist wieder fest und ihr steckt das Ganze wieder hier auf in die Bahn, schiebt das nach hinten und das hängt wieder. Darauf achten bitte, dass ihr da keine Gewalt anwendet, das ist alles nur Kunststoff, damit nichts kaputt geht. Die Ersatzteile gibt es nämlich nicht immer unbedingt noch nachzukaufen. Und dann könnt ihr den Kopfdeckel wieder aufsetzen und dann seid ihr auch mit der Maschine fertig. Und den Kopfdeckel natürlich auch wieder festschrauben, nicht vergessen. Hier nun noch einmal die LED und die Glühlampe im Vergleich. Und wie ihr seht, sie sind fast gleich lang. Die LED ist ein ganz klein wenig länger wie die Glühlampe. Das spielt aber keine Rolle bei den Lampenfassungen. Die passen trotzdem rein. Wir haben überall den Bajonettverschluss. Auch da ist nichts anders dran. Der Hauptunterschied ist halt, die LED hat die LED-Leuchtkörper ringsherum verteilt, was also ein helles, gleichmäßiges Licht gibt. Und die alte Glühlampe, die wir vorhin aus der Maschine rausgenommen haben, gut, die brauchen wir halt nicht mehr. Zum Vergleich nochmal, so würde halt die Glühlampe neu aussehen, ist halt Milchglas. Ja, macht aber eben nicht so gutes Licht. Ich habe euch die LED auch nochmal unter dem Video verlinkt. Falls es euch interessiert, dann könnt ihr da gerne mal reinschauen. Nun möchte ich euch auch das Endergebnis zeigen. Der Unterschied zwischen der normalen Glühlampe und der LED. Ich schalte euch zuerst einmal die normale Glühlampe an. Das sieht dann so aus. Ihr seht das sicherlich bekannte gelbliche Licht. Es leuchtet den Arbeitsbereich aus, was schon mal nicht schlecht ist. Jetzt im Vergleich dazu die LED, die wir gerade eingesetzt haben. Ihr seht, wir haben ein viel weißeres, helleres Licht, was den Arbeitsbereich wesentlich besser ausleuchtet. Das soll es an der Stelle dann auch schon gewesen sein mit diesem kurzen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da sein. Ihr dürft auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt das ebenfalls in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis bald.